rechnen, bleiben wir ungefähr, schätze mal, halbe, dreiviertel Stunde. Turm und die Spiegelung. Und ich muss sagen, auch hier diese Architektur mitzunehmen, das ist schon schön. Das ist auch so schön. Es ist eine Linie. Es ist eine Waagrechte. Okay? Ja. Stehen, weil du meinst den dann für dich. Aber was mir da wichtig ist, dass ich da was sagen kann dazu. Das wieder vor. Ich zeige mir das mit so einem Schlepper vor, das ist ein grüner Pinsel. Und man kann das aber bevor zeichnen auch mit einem Bleistift. Also bitte, man muss das jetzt nicht so wie ich. Ich muss irgendwo aus dieser Konsequenz raus da. Mich hätte irgendwo an. Mich hätte aus der Linie raus. Weißt du, mich hätte irgendwo weg. Fertig. Wir brauchen die Flaschen, weil ganz leer, der bringt 18 Tropfen aus. 15 haben wir schon. Ah! Oh ja, komm! 16! 16! Ja, bravo! 18 Tropfen aus der Leere. Ich sage jetzt einmal, dieses Kirchhal da, das herstellen mit dem Turm, ja, und da ins Wasser gehen. Also so ungefähr. Also da ist für mich dann auch der Horizont und da mache ich sie mit einem Strich. Das wird wahrscheinlich nicht mit den Steinen sein. Aber ja, das ist jetzt einmal mein Plan. Und dieses Dreieck, das was ich da aber jetzt. Schon die Steine drauf, ja, aber nur angedeutet, das ist mir zu viel. Das mache ich ja zu. Da ja, ist dann zu, schon, weißt du? Da ist es zu. Und was wichtig, was mir also da drinnen so fasziniert ist, eine Perspektive, die geht, die Linie geht so hinein. Gell? Und da haben wir die Linie so, von unten raus geht so rein. Gell? Die Linie, wenn man sie so wirklich, ihr wisst, die fällt hinein. Oben fällt sie hinein. Und wo ist die Waagrechte, wo ist wirklich die Waagrechte? Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Und da sind wir da herunten. Und der Platz ist fast auf Augenhöhe. Er macht noch ein bisschen Ausgang. Gell? Also die Augenhöhe ist beim Bankerl. Ich sage, das Bankerl ist Augenhöhe. Das ist ganz gut. Und da sind wir in der Waage. Und das ist die absolute. Aha, ja. Ja, ja. Wir haben wieder ein bisschen. Dann bin ich schon. Bin ich schon herunter. Und da sitze ich, ne? Da sitze ich. Und jetzt mache ich das immer gelernt. Und
Also dieses, diesen Farbton... Den tun wir da drüber. Den tun wir ein bisschen. Denke ich an eine Szene, an den Van Gogh, der sein Bild, seine Sonnenblumen im Sonnenblumenfeld malen möchte und es ist Sturm. Und er hält das Leinen und auch die Farbe und alles. Und so ist es mir heute vorgekommen. Also ich habe mich da zurückversetzt gesehen in diese Szene. Und ja, eigentlich haben wir getrotzt diesem Wetter. Und es wurde auch, diese Bilder sind so warm in diese Richtung. Wir haben uns also da drinnen irgendwo diesen Sturm unbewusst oder wie immer und auch und vielleicht mit ein paar lachenden Augen, weil wir haben ja lustige Erlebnisse dazu gehabt, hat sich das irgendwo ganz toll wiedergespielt. Wir haben uns in dieser Zeit wieder so gefunden, wie wenn wir gestern auseinandergegangen waren, sind wir wieder beieinander gewesen. Das ist das schönste Geschenk. Und da muss ich den Michi jetzt zur Rechenschaft ziehen und natürlich auch die Margarete. Ja. Ihr seid maßgeblich verantwortlich dafür. Hat funktioniert. Danke wieder für euren. Das ist fantastisch. Ich kann nur sagen, es kann uns nichts Besseres passieren. Oft sitze ich vor meinem Bild, dass ich, vielleicht können sich andere auch personifizieren mit dieser Idee. Oft sitze ich vor meinem Bild, kommt der Erwin vorbei, schaut ein bisschen ernst, schaut ein bisschen lächeln, schaut das Bild an, sehr interessant. Darf ich ein bisschen noch etwas hineinmachen? Natürlich. Das ist praktisch so ein Gleichnis mit unserem Leben ab.
mit dem Froschkönig und der Prinzessin. Wenn er den Pinsel führt in das Bild, ist es so wie der Kuss der Prinzessin. Und aus dem Bild wird dann plötzlich ein Froschkönig, auf das man wirklich stolz sein kann. Ein herrliches Gleichnis. Und das ist das, was ich so schätze. Da kommt man mit geschwellter Brust, kommt man von dem Kurs wieder weg. Genießt, freut sich schon auf den nächsten Tag, wobei man wieder das gleiche Erlebnis hat. Und natürlich wieder. Und dann, dass die Grete den Kurs organisiert hat, ganz toll. Mit dem ganzen Müsse, ich kann mir vorstellen, was für ein Aufwand das ist, ein Hotel zu finden mit den ganzen Konditionen und so fort. Und hinter einer erfolgreichen Frau steht natürlich ein erfolgreicher Mann, das ist der Michi, der ist natürlich eine Stufe niedriger, aber trotzdem auch erfolgreich. Ja. Auch ihm genügt gebührt der Dank für uns alle. Ja, der für das Damenprogramm ist er der Beste. Für das künstlerische Programm ist Grete zuständig.